Hallo Leute, heute wechseln wir bei einem 1,20 Diesel. Baujahr blende ich ein. Ist ein i81, glaube ich, ne? Das sind die drei Türer. Da wechseln wir die Abtriebswelle rechts und links. Genau. Teile sind jetzt von Meile. Wer jetzt die Nummer braucht, das wäre einmal die hier. Und also sowohl rechts als auch links. Und das ist die andere. Als erstes machen wir diese Sperre weg. Mit dem Schraubenzieher könnt ihr die so ein bisschen aufbiegen, so dass die Schraube sich gleich vernünftig lösen lässt. Übrigens einer der Gründe, warum man immer wieder diese Radnarbe ja einfetten sollte. Der steht auch in der Anleitung vom Hersteller, dass wenn man die Räder zum Beispiel wechselt, immer wieder dafür sorgt, dass da ja ein wenig Fett ist. Zum Lösen dieser Mutter benötigt ihr einen Vielzahn. Mit der Schlüsselweite 30 in dem Fall. Schlagschrauber und gib ihm. Anschließend geht ihr unter das Fahrzeug und löst diese Schrauben hier mit einer E12. Schrauben sind gelöst. Nun müsste sich die Abtriebswelle, also wir sind jetzt auf der linken Seite, recht einfach lösen. Und ich gucke mal, ob ich sie einfach so rausziehen kann. Mit einer Hand ist das ein bisschen schwierig. Anschließend am besten die Abtriebswelle mit so einem Kabelbinder dranhängen, damit sie so mehr oder weniger gerade ist und nicht verkantet. Ich habe jetzt einen wiederverwendbaren Kabelbinder genommen. Schön an die Umwelt denken. Und dann hier drauf. Ich habe jetzt einfach so eine Verlängerung genommen und so einen kleinen Fäustling. Ja, einige Male mit viel Liebe draufgehauen. Sorgt dafür, dass die Abtriebswelle nicht so runterhängt, sonst verkantet sie sich und das macht das Ganze viel schwieriger. Dass der ABS-Ring ja ein bisschen aufgequollen ist, beziehungsweise durch Rost wird er dann so ein bisschen höher geschoben, weil sich das Ganze so ausdehnt. Und dann schleift er an dem ABS-Sensor. Man sieht das hier in diesen Schleifspuren. Dadurch muss man natürlich den ABS-Sensor ebenfalls wechseln. Es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann natürlich dieselbe Antriebswelle nehmen, den ABS-Ring hier abschlagen, das Ganze dort vernünftig sauber machen, abschleifen, gucken, dass das wirklich, ja, wie soll ich das sagen, zentriert ist, also dass ihr kein Ei habt, wenn ihr nachher damit fertig seid. Dann versiegeln, dann einen neuen Ring drauf. Materialkostenmäßig würde das weniger kosten. Allerdings ist der Aufwand natürlich deutlich. Und ich denke mal, wenn ihr das in der Werkstatt machen lässt, dann baut euch gleich eine neue Antriebswelle ein. Wenn ihr es selbst macht und ihr habt Bock darauf, dann könnt ihr das machen. Ich persönlich würde einfach eine neue nehmen und dann hat sich das erledigt. Ist aber nur meine persönliche Meinung, also macht wie ihr wollt. Bevor ihr die Abtriebswelle, übrigens Abtriebswelle, ja. Es gibt Antriebswelle, das ist die, die vom Getriebe kommt, beziehungsweise zum Differential. Und dann gibt es die Abtriebswellen rechts und links. Das sind die, die zu den Rädern gehen. Stehen aber im Netz meistens auch als Antriebswellen. Also wer da jetzt diesen Fachbegriff sucht, der Hersteller nennt sie Abtriebswellen. Bevor ihr die einbaut, also die neue, baut erstmal den ABS-Sensor aus, denn dann habt ihr es viel einfacher. Dazu müssen wir natürlich das Rad wieder lösen. Was heißt wieder? Dafür müssen wir das Rad lösen. Und so kommt ihr dann besser von der Seite an den ABS-Sensor. Der ABS-Sensor ist dieses Teil hier. Hier müsst ihr mit einem Torx das Ganze rausschrauben und dann müsste er sich ja normalerweise einfach rauslösen, also rausziehen.
Wird wahrscheinlich nicht funktionieren, deswegen sage ich, dass ihr die Abtriebswelle nicht einbauen sollt. Ich zeige euch mal kurz von der anderen Seite, wo ihr vielleicht nachhelfen könnt. So sieht das Ganze von innen aus. Also das ist der ABS-Sensor. Einen Moment. Das hier ist der ABS-Sensor. Und dann könnt ihr ihn von innen quasi so ein bisschen mit raustreiben. Ja, ihr seht, der hat sich abgeschliffen. Das soll nicht so sein. Das ist jetzt so nicht gewünscht. Anschließend müsst ihr die Radverkleidung hier lösen, also die Achter und Zehner. Diese Plastikschrauben sind Zehnerschlüsselweite und diese kleinen metallischen sind Achter, damit ihr hier an das Kabel rankommen könnt und den abstecken könnt. Um den besser zu lösen, nehmt ihr einfach so einen Hammer und geht auf die Spitze von diesem Sensor. Ich hoffe, man kann das sehen. Und dann haut ihr da so ein bisschen drauf. Und dann kommt ihr euch hier schon entgegen, könnt ihr eine Zange nehmen und dann abziehen. Das Ganze vernünftig sauber machen dort, also da, vernünftig sauber machen drin, damit ihr den neuen, ja, ich sag mal, mit Leichtigkeit reinkriegt, sonst ist das total kacke, der geht erstmal ein bisschen rein, dann immer schwerer und dann müsst ihr ihn quasi reinhauen, ne? Und das wäre doof. Also da erstmal so mit so einer Drahtbürste alles sauber machen und dann ein bisschen einschmieren und das Ganze da reindrücken. Der Raddrehzahlsensor hier ebenfalls von Meile. Übrigens, das ist keine Werbung. Es wurde einfach irgendwas ausgesucht, was mehr oder weniger okay ist und vielleicht preislich nicht so ganz astronomisch. Und ja, der Besitzer des Fahrzeugs hat sich hier für Meile entschieden. Insgesamt habe ich jetzt 7 Schrauben gelöst. Einmal 1, 2, 3, 4, 5. 6 und die 10er. Und dann kommt ihr eigentlich schon recht gut an den Anschluss des ABS-Sensors dran. Raddrehzahlsensor oder auch, ich glaube, vom Hersteller Impulsgeber genannt, falls ihr mal irgendwie so nach diesem Begriff sucht. Die Clipper, die das Kabel festhalten, vorsichtig lösen. Ich zeige euch das mal. Hier rauf und so ein bisschen zur Seite quasi wegdrehen. Ja, nicht abbrechen, sonst hängen die dann komisch so runter. Kabel raus, dieselbe Stäbe, Kabel rein und dann wieder festziehen und das war's. Macht das so, so wie das alte ist, quasi, da gibt es ja diese Abtrennung, diese Gummiumschichtung und genauso setzt ihr das neue ja, nach und nach rein und dann könnt ihr das da ja anschließen. Wenn ihr den ausgesteckt habt, dann werdet ihr sehen, dass auf dem Gegenstück quasi so eine Gummi Dichtung ist, die ist so ein bisschen geriffelt. Die wird wahrscheinlich voller Dreck und voller Sand sein. Tut euch einen Gefallen, macht die erstmal vernünftig sauber und steckt es dann rein. Weil nachher sind da irgendwelche kleinen Sandkörnchen, die letztendlich zwischen der Gummidichtung und ja, dem Plastik hier sind. Und nach wird da irgendwie Wasser reinkommen und irgendwann mal entsteht da irgendwie ein Kurzschluss oder was heißt Kurzschluss, aber die Kontakte gammeln einfach weg. Es entsteht ein Widerstand und dann habt ihr irgendwie wieder einen Fehler. Achtet auf sowas, macht es sauber. Nehmt euch da ein bisschen Zeit und steckt es da vernünftig rein und dann ist gut. Wenn ihr solche Bereiche seht, hier hat irgendjemand schon irgendwas abgebrochen, ja, ein bisschen Kabelbinder und vernünftig festmachen, so dass das ja nicht irgendwie durchscheuern kann oder sowas. Dafür sind ja extra diese Bereiche von dieser Ummantelung da. Weil nachher hält es noch eine Weile, dann scheuert es durch und dann habt ihr wieder einen Fehler und dann müsst ihr ihn erstmal suchen und diagnostizieren und zur Werkstatt fahren und und. Meistens sind das so Kleinigkeiten oder Details, die letztendlich dann zu irgendwelchen unnötigen Kosten führen. Wenn ihr das dann alles da drin habt, gewechselt, schön reinstecken das Ganze auf den Steckplatz, wo er hingehört und dann könnt ihr auch wieder zusammenbauen. Die Verkleidung zuschrauben, den Sensor muss ich noch reinstecken, muss ich noch erstmal sauber machen. Die Stelle, guck mal, wie vergammelt die ist. Das ist halt das Problem. Ja, irgendwie eine Bürste nehmen oder hier Drahtbürste oder einen Akkuschrauber rein und dann
da so ein bisschen alles vernünftig sauber machen und dann sollte es passen. Und dann kommt die Abtriebswelle wieder rein. Also auf der rechten Seite des Fahrzeugs ist es recht einfach. Die linke Seite wird ein bisschen komplizierter sein, da müsste man die Auspuffanlage ein wenig absenken. Okay, ihr nehmt die neue Abtriebswelle jetzt hier für die rechte Seite. Vorne habe ich so ein bisschen ja, diese Verzahnung eingeschmiert, damit das da leichter reingeht. Hier müsst ihr mal gucken, dass ihr, wenn ihr das ja, einsetzen wollt, dass ihr da erstmal drauf drückt, so dass sich das hier so ein bisschen zusammenzieht. Und dann geht ihr von oben rein. Von unten geht das nicht. Ihr geht von oben hier rein, führt das Teil hier ran und dreht mal so, dass die Löcher übereinander passen. Dann nehmt ihr die Schrauben. Die mache ich erstmal sauber jetzt ja, mit so einer Bürste. Damit die leicht einfetten und dann reinschrauben. Wir werden die Abtriebswelle jetzt gleich festschrauben mit diesen Schrauben, die ihr vorhin abgeschraubt habt. Wenn das ein M10-Gewinde ist, dann müsst ihr das mit 70 Newtonmeter anziehen. Ist das ein M8-Gewinde, dann braucht ihr nur 52 Newtonmeter. Messen könnt ihr es zum Beispiel mit einer Schieblehre. Ihr misst einfach, wie breit das Gewinde ist. Und wenn ihr da ungefähr auf 10 mm kommt, dann ist das ein M10. Ja, kommt ihr nur auf 8 mm, dann ist es ein M8. Ihr setzt die Schrauben an und ja, zieht sie so ein bisschen mit an, soweit es geht. Dass ihr gleich auf 70 Newtonmeter kommt, damit ihr da nicht so viel rumschrauben müsst. Das hat fixieren, naja, es gibt zwei Möglichkeiten, hier Feststellbremse oder einer sitzt im Fahrzeug, drückt auf die Bremse, so dass das Rad blockiert ist und ihr entsprechend dann hier ja, die Schrauben mit 70 Newtonmeter anziehen könnt. Ich empfehle, über Kreuz zu arbeiten und dann sollte das eigentlich gut sein. Anschließend macht ihr die Mutter drauf. Das ist jetzt ein M24-Gewinde. Damit kommen 145 Newton mit 45 Grad Winkel. Habt ihr ein M27-Gewinde, dann kommen da entweder 420 oder irgendwas mit 300 Newton. Je nachdem, was für ein Fahrzeug. Müsst ihr dann mal kurz in die Liste schauen. Also in dem Fall hier sind es jetzt 145 Newtonmeter mit 45 Grad. Die 45 Grad. Da könnt ihr entweder hier so ein Spezialwerkzeug nehmen, das euch ja, die Gradzahl anzeigt. Aber ich glaube, bei 45 Grad kriegt man das wohl hin, dass man ja, die Hälfte von einem rechten Winkel drauf macht. Ich denke mal, das sollte möglich sein. So, nachdem ihr das Ganze mit 145 Newtonmeter angezogen habt und dann ungefähr 45 Grad nachgezogen habt, macht es lieber nicht mit einem Drehmomentschlüssel, sondern mit irgendeiner Verlängerung sonst. Das ist ja eine unnötige Belastung für den Schlüssel, je nachdem, was er ab kann. Müsst ihr die Sicherungsschraube hier quasi arretieren, indem ihr den Schraubenzieher hier ansetzt und in diesen kleinen Lücken, in diesen Vertiefungen, muss das Metall da rein, damit sich die Schraube nicht dort von alleine lösen kann. Ja, so oder so ähnlich sollte das danach aussehen, dann ist alles gut. Schmiert das Ganze wieder ein, damit das nicht rostet. Solltet ihr irgendwie nochmal da dran gehen müssen, damit ihr das da vernünftig löst. Nehmt eine Drahtbürste oder es gibt solche speziellen Pads für die Bremsscheibe. Putzt sie einmal vernünftig ab von dem ganzen Rost hier. Leichtes Einfetten und dann kann das Rad hier in dem Fall schon drauf, wenn ihr vorher die ganze Verkleidung hier wieder komplett dran gemacht habt. Also hier mit der 10er Schlüsselweite und die anderen, die ich ja im Video gezeigt habe, mit der 8er Schlüsselweite. Dann seid ihr auf der rechten Seite des Fahrzeugs zumindest fertig und dann gehen wir auf die linke Seite über. Anschließend kommt das Rad drauf. Ich glaube mit 120, 125 oder 130 Newton. Ne, 130 nicht. Bei dem Einser sind es, glaube ich, 120 oder 125 Newton. Kommen hier auf das Rad und dann seid ihr ja, wie gesagt, hier fertig. Dann gehen wir auf die andere Seite. Dann nehme ich wieder das Rad ab. In dem Fall, weil ich sowieso an hier an den Raddrehzahlsensor komme, also ran muss. Und dann schauen wir mal, wie wir das mit der Abgasanlage machen. Okay, auf dieser Seite macht ihr das Rad ab. Ich habe jetzt die Schraube auch schon gelöst, analog wie auf der anderen Seite. Jetzt löse ich den Raddrehzahlsensor, tausche ihn durch einen neuen aus,
Bau den alten aus, auch hier alles gleich wie auf der anderen Seite. Um den Auspuff abzusenken, könnt ihr Folgendes machen. Hier mit einer 13er Schlüsselweite die Mutter hier lösen. Hier habe ich jetzt mit ein bisschen Silikonspray gearbeitet und mit einem großen Schraubenzieher das Gummi darunter gezogen. Geht nicht leicht. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch natürlich diese Mutter hier lösen, dann geht das Teil ja auch runter. Jetzt lasse ich ihn erstmal hier in dem Bereich hängen und schau mal, ob das vielleicht schon ausreicht. Mal sehen. Als nächstes löse ich diese ganzen Schrauben hier und versuche die Abtriebswelle da mal rauszukriegen. Okay, die Schrauben habe ich abgeschraubt. Das Ding habe ich jetzt so abgesenkt, dass er hier drauf liegt. Wir haben also ein bisschen Spiel noch. Müssen wir mal gucken, wie weit. Und werde jetzt versuchen, natürlich von der anderen Seite die Abtriebswelle reinzuschlagen. Also wie praktisch auf der rechten Seite. Nur jetzt muss ich mal schauen, komme ich hier wirklich drunter oder nicht. Ich möchte nämlich ungern den Auspuff hier ausbauen und die ganzen Verschraubungen hier lösen. Bin ich gerade zu faul für. So, das Ding ist raus. Mal gucken, ob wir auf der anderen Seite das Ganze irgendwie rausfriemeln können, ohne die Auspuffanlage komplett abzusenken. Müsst ihr hier so ein bisschen rausfriemeln, aber es geht, Leute. So, und dann setzt ihr wieder die Schrauben hier rauf. 70 Newtonmeter über Kreuz, also in dem Fall, weil wir eine M10-Schraube haben. Und danach die Nabenschraube. Also den Sensor habe ich jetzt gerade schon ersetzt, genauso wie auf der anderen Seite. Von innen so ein bisschen mit Mama rausschlagen und dann geht das viel einfacher. Dann die große Mutter, die 24er mit 140 Newtonmeter und 45 Grad. Und dann seid ihr entsprechend auch auf der linken Seite fertig, nachdem ihr natürlich den Schalldämpfer bzw. die Abgasanlage wieder in Position gebracht habt. Und die Schraube da hinten, die hier, nicht die Schraube, sondern die Mutter hier, die hier wird mit 21 Newtonmeter angezogen.